Hallo Leute, willkommen zu Vlogmas 17. Oder? Ja, ist ja schon der vorletzte Vlog. Morgen seht ihr den allerletzten. Und ich hoffe, ihr seid noch dabei. Jedenfalls gibt es heute, habe ich mir gedacht, ein Weihnachts-Q&A. Ich habe euch gefragt, ob ihr Fragen an mich habt. Auf Instagram allerdings. Ich hätte vielleicht hier mal fragen können, aber naja, ich hoffe, ihr folgt mir auch auf Instagram. Okay, erste Frage. Gibt es zu Weihnachten irgendwelche feste Rituale in deiner Familie? Also, auf jeden Fall, dass wir uns an Heiligabend sehen. Das ist immer klar. Wir sehen uns immer dann. Wir sind immer dann zusammen. Und dann hatten wir immer das Ritual, dass wir ein Meeresgänge-Menü zusammen gemacht haben. Also meine Mutter und ich haben uns das so ausgedacht und dann haben wir das immer zusammen gekocht. Das hat sich so verändert in den Jahren. Also das habe ich auch das letzte Mal, glaube ich, erzählt in dem Video. Dann sind wir zum Beispiel brunchen gegangen im Hotel. Ich glaube, das war letztes Jahr, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war ziemlich cool dort. Oder wir haben was anderes jetzt gekocht, wie... Ach nee, aber das war letztes Jahr, weil letztes Jahr haben wir nämlich Kartoffelsalat und Würste gemacht, das wir vorher noch nie gemacht haben, zum Beispiel das super traditionelle Essen. Ne? Ja, genau. Also das hat sich ein bisschen verändert. Unsere Rituale haben sich verändert, aber dass wir uns immer noch sehen, immer am 24. auf jeden Fall, das ist immer noch drin. Welcher ist dein liebster Weihnachtsfeiertag? Der erste, also der 25. Dezember, den finde ich am besten, weil dann hat man so Heiligabend schon hinter sich, man ist ein bisschen runtergekommen, kann so entspannen jetzt, fängt halt an. Dass alles zu ist, vor allem auch, ja, alle Geschäfte sind geschlossen, 24. ist ja noch offen, so halbtags. Genau, dann hat man das aber noch vor sich, weil der 26. ja noch kommt. Also dann ist es immer noch ruhig, ist irgendwie so einfach mal ruhig. Könntest du dir vorstellen, an den Weihnachtsfeiertagen zu arbeiten, zum Beispiel Supermarkt oder Krankenhaus? Habe ich sogar tatsächlich schon. Also ich habe damals, ja, auch an Heiligabend, weil es ja halbtags geöffnet war, auch schon gearbeitet. Wann gab es bei euch früher Bescherungen? Also eigentlich, also an Heiligabend. An Heiligabend, 18 Uhr oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wir haben jetzt, also wir hatten schon so einen Ablauf, aber jetzt nicht genau Punkt 18 Uhr geht es dann los, aber wir hatten schon so einen Ablauf. Und ja, es war immer am 24. Da haben wir Bescherungen gehabt, weil wir jetzt nicht mehr so mit Geschenken sind. Was gibt es bei dir zu essen, beziehungsweise wie feierst du Weihnachten? Wir machen dieses Jahr Raclette. Das ist auch vielleicht sogar das erste Mal, dass wir es überhaupt machen an Heiligabend. Weihnachten wird jetzt, also weiß ich gar nicht noch, muss ich noch überlegen, werden wir morgen einkaufen. Da sind wir dann nur zusammen, also nur mein Freund und ich sind dann zusammen. Wir haben da nichts geplant, da sind die Eltern auch nicht noch da, also nur an Heiligabend. Weil, ja genau, das haben wir jetzt so abgemacht und da werde ich mal schauen, was wir so machen für uns beide dann einfach. Aber Heiligabend ist Raclette geplant. Da habt ihr auch schon ein bisschen mitbekommen. Gestern zum Beispiel habe ich hier schon ein paar Sachen gekauft und den Rest werde ich dann morgen noch besorgen. Feiert ihr Weihnachten mit der Verwandtschaft, kriegen die Katzen Geschenke? Ja, also ja und ja. Mit der Verwandtschaft, also nur mit meinen Eltern immer und der Freundin von meinem Vater. Und das war's. Also nur wir. Leider habe ich nämlich den größten Teil meiner Familie oder Verwandtschaft nicht hier in Deutschland. Die wohnt ja auf den Philippinen. Und ja, das ist ein bisschen schade, deswegen geht es nicht. Aber ich habe auch schon mal auf den Philippinen gefeiert und dann war das natürlich viel besser. Voll groß, alle sind da. Aber da sind halt die Katzen nicht da. Und ja, die Katzen kriegen Geschenke. Das ist sogar das einzige Geschenk, was ich besorgt habe für die Katzen. Krass, gell? Nur so ein kleines Ding, aber. Ja, die haben halt was. Die freuen, also Pichus freut sich echt, weil er liebt ja Sachen aufmachen und er liebt es, wenn Sachen auch geöffnet werden gerade. Der ist voll aufgeregt, der liebt einfach Kartons, klar, und einfach dieses Aufmachen von etwas. Und ja, der besteht darauf, dass er auch was bekommt. Mal sehen, ob meine Eltern ihm auch was mitbringen. Willst du mal wieder verreisen? Ja, klar will ich das. Es war sogar etwas fast geplant, wäre gewesen jetzt für den Januar, ist leider nicht zustande gekommen, deswegen ja, leider nicht. Aber jetzt erstmal, also ich würde gerne, habe aber nichts geplant und es jetzt momentan ist auch nicht gerade so der richtige Zeitpunkt. Aber natürlich, klar, will ich wieder verreisen. Wobei ich echt, wir hatten schöne Reisen dieses Jahr, muss ich sagen. Also das Südkorea hat uns ja extrem geprägt, hat uns sehr, 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 sehr gut gefallen. Und dann natürlich, dass wir nochmal die Chance hatten, nach LA zu kommen, war natürlich auch cool, weil ich liebe das dort.
Aber ja, es war schön, Südkorea mal kennenzulernen. Es war echt ein tolles Erlebnis und das werde ich nie vergessen. Wie verbringt ihr euer Silvester? Da hatten wir jetzt, letzte Woche habe ich das spontan geplant. Oder geplant, was heißt geplant? Da haben wir das spontan gesagt, dass wir wahrscheinlich mit Sarah und ihrem Mann zusammen feiern werden. Die kommen wahrscheinlich dann zu uns und wir werden mal schauen, ob wir Karaoke singen, ob wir was weiß ich machen, Bleigießen vielleicht. Ich weiß es nicht, muss sie nochmal fragen, ob sie sowas überhaupt mag. Sowas dann. Lass uns ruhig angehen, aber so Karaoke ist schon mal cool. Endlich jemand, der mitsingt und so. Wie oft machst du in der Woche Sport und was machst du für Sport? Ja, ihr habt es vielleicht gesehen, gestern habt ihr sogar gesehen, zufälligerweise. Also ich mache momentan nur, ich mache nur Trampolin und Yoga immer noch. Also das in Abwechslung, je nachdem, wie ich Bock habe. Und ich versuche dreimal die Woche Sport zu machen. Besser wäre viel, aber ich versuche dreimal wenigstens. Genau. Und davon halt am besten zweimal Trampolin und einmal, wenn ich keinen Bock habe drauf, dann eben Yoga. Was sind deine Goals für 2020? Das habe ich ja schon im letzten Video gesagt. Das sind meine Vorsätze oder mein Vorsatz. Ich habe eigentlich nur einen Vorsatz. Wenn man so will. Ich will es jetzt nicht so nennen, weil ich will mir diesen Druck nicht machen, aber das ist so mein Ziel. Aber das wurde ja auch so genannt. Goals, also Ziel. Genau. Könnt ihr gerne anschauen, wenn ihr wollt. Im Anschluss bleibt jetzt dran. Was hältst du von Memes und was ist dein Lieblingsmeme? Ich finde die so witzig. Es ist witzig, super witzig. Ich liebe das momentan mit der Katze. Das ist so witzig, wie so schreien und die Katze nur so hinter dem Tisch. Das ist so witzig. Und das wurde ja in allen möglichen Varianten schon allen möglichen Konstellationen schon gemacht. So lustig. So ein geiler Gesichtsausdruck auch von der Katze. Überteuerte Geschenke oder doch lieber eine Kleinigkeit verschenken? Ganz ehrlich, gar nichts. Gar nichts davon. Nein, das klingt jetzt auch so blöd. Ich bin nicht undankbar oder so. Ich freue mich natürlich über Geschenke und das ist eine schöne Geste und wenn sich jemand Gedanken macht. Allerdings kann es auch sehr viel Druck bedeuten und deswegen sage ich lieber gar nichts. Also deswegen haben wir auch abgemacht, lieber gar nichts zu verschenken. Da nimmt man so den Druck raus. Ich habe auch von einigen gelesen und das macht zum Beispiel Jenny auch. Das finde ich eine richtig coole Idee und ich wollte es eigentlich dieses Jahr machen, habe ich vergessen. Die machen nämlich in ihrer Familie Wichteln. Und das finde ich ganz süß, weil du dann dich nur auf eine Person konzentrieren musst und dann natürlich halt auch ja, dementsprechend weniger Geld ausgibst und einfach weniger Stress hast, weil du nur diese eine Person hast, ne? Das ist eigentlich ganz süß, weil dann hat man trotzdem was zum Auspacken irgendwie. Also das müssen wir unbedingt einführen als neue Tradition in unserer Familie. Das werde ich auf jeden Fall das nächste Mal machen. Das ist so schade, dass ich das jetzt vergessen habe. Erinnert mich mal dran, an meinem Geburtstag werde ich es dann so machen, dass wir da den ziehen am besten. Deine Lieblingssüßigkeit an Weihnachten. Ich liebe zurzeit echt diese Kräuterprinten. Total. Also die haben es mir so angetan. Wisst ihr ja schon, habe ich euch schon gezeigt. Die sind zu lecker. Ich esse jeden Tag einen mit meinem Tee. Das ist so, das ist die Kombination und das ist so mein Cooldown am Abend. Ich mag das total gerne. Oder so im Mittagstief. Hattest du mal eine Zeit, wo du Weihnachten gar nicht gerne gefeiert hast? Das hatte ich tatsächlich mal. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Also ich bin so schlecht in Merken. Das ist jetzt so ein Running Gag bei manchen, die mich jetzt kennen. Die werden jetzt lachen, weil ich kann mir das echt nicht merken. Ich kann mir nicht Jahreszahlen merken oder wie viele Jahre etwas her war. Jedenfalls war das so ungefähr, ich weiß es nicht, jedenfalls war das, mein Papa war schon mal ausgewandert, ist wieder zurückgewandert, also er war eine lange Zeit weg. Und die schlimmste Zeit, klingt jetzt schlimm, aber da mochte ich es einfach Weihnachten nicht so gern, weil er war nicht da halt, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und das ist dann schade, man will ja die Familie beisammen haben so und das war mir so das Wichtigste eigentlich auch und ja, da mochte ich es nicht so gern. Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York? Hallo? Sowas von Kevin allein zu Hause, obwohl ich liebe auch Kevin allein in New York, aber Kevin allein zu Hause, das ist mein absoluter Weihnachtslieblingsfilm ever. Das ist einfach perfekt. Ich schalte ihn ein und ich habe schon dieses Wohlfühlgefühl. Wohlfühlgefühl? Aber ja, kennt ihr das? Das kommt so. Oh, es ist alles so toll, die Familie ist so schön und es ist so süß und es sieht so perfekt geschmückt aus, macht so einfach so Laune und Stimmung. Und das geht mir zum Beispiel auch, das lief ja gestern, bei Jumanji so. Sobald er an ist, ist es auch so, es ist einfach schön, ja. Wie lange hast du an den Weihnachtsmann geglaubt? Oh Gott,
Ich weiß es gar nicht. Da muss ich mal meine Mutter fragen. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern an irgendeinen Zeitpunkt natürlich wieder. Und ich kann mich auch so nicht erinnern. Ich weiß gar nicht genau, ob ich wirklich an ihn geglaubt habe, muss ich ehrlich sagen. Ups. Ich wusste, glaube ich, recht früh, dass meine Eltern mir die Geschenke verpackt haben und alles. Ja, ich wusste, dass die auch im Haus waren und ich wusste, wo ich suchen musste, um sie dann auszupacken frühzeitig und sie wieder zu verstecken. Ich habe nicht geglaubt, dass der Weihnachtsmann mir die Geschenke bringt oder so. Wobei in Deutschland ist es nicht so, also ich bin nicht so ganz vertraut mit den ganzen Traditionen und so, aber ist es nicht so, dass das man läutet mit den Glöckchen und dann ist Bescherung und das, ich weiß nicht mehr genau, sowas ungefähr. Wir haben das jetzt nicht so super traditionell immer gemacht. Wir hatten so unsere eigenen Traditionen sozusagen, also so, dass wir halt zusammensitzen und auch was wir so, wann ungefähr was passiert, aber jetzt nicht, wer das so bringt. Und das waren alle Fragen, die ich bisher bekommen habe oder so gut wie. Es ist immer wieder rausgesprungen, so blöd. Ich weiß nicht, da ist irgendwie ein Fehler drin bei Instagram. Immer wieder, wenn ich die Fragen komme, springt es wieder zurück auf dieses, also es zeigt mir nicht alle Fragen komplett an. Naja, also vielen Dank fürs Zusehen. Morgen kommt, wie gesagt, mein letzter Vlog. Schon, Vlogmas ist over. Das heißt aber auch, Weihnachten ist da. Deswegen freut ihr euch hoffentlich darauf. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Also bis morgen noch. Ich sag jetzt noch nicht komplett tschüss. Also bis morgen noch. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Vlogmas verpasst habt und etwas nachholen möchtet, gerne in die Playlist schauen. Dort findet ihr nämlich alle Videos, die ich bisher gemacht habe. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dann. Tschüss.